Es ist wieder Retro-Time und damit herzlich willkommen zum Fußballmanager 12 mit dem FC Schalke 04. Spieltage 7, 8 und 9 stehen jetzt nicht an oder vielleicht doch auch an. Ich weiß nicht, kommt drauf an, wie schnell wir durchkommen. Freiburg, Famagusta, Hamburg und Lautern hätten wir theoretisch vielleicht in diesem Part vor der Brust. Mal gucken, wie viele Spiele wir denn diesmal schaffen. Und ja, mir drückt immer noch so ein bisschen der Schuh jetzt in Sachen Fitness, ne, und Frische. Pfeifen doch alle aus dem letzten Loch. Was willst du denn da machen? Da musst du ja schon... Also hier bleibt... Also im Grunde genommen bleibt einem hier fast gar nichts übrig, als Risiko zu gehen. Oder dann spielen wir lieber mit Hans Sapai, ne? Und ist ein bisschen fetter. So, das lassen wir mal außen vor. Ja, Uchida. Noch Rüdiger spielen und für Jermaine Jones. Und ja, verfahren lassen wir mal und dann geht's jetzt ran gegen Freiburg. Ich freue mich. Ach Gott. Mannschaftsstärke sind wir zwar ein bisschen stärker. Hoffen wir mal, dass wir das auch schaffen. Ja, Marika! Den können wir vom Feld. Ansonsten gute Leistung von den Spielern bis dato. 2:0. 3:0. Ach, das ist ja ein Freudenfest. Heute. 3:0 Erfolg über den SC Freiburg. Baumjohann mit einer starken Leistung. Matip mit einer guten Leistung. Dabei auch ordentlich, Rüdiger ordentlich. Ich meine eigentlich alle ordentlich, bis auf Draxler. War das alles sehr gut. Nicht zufrieden mit. Gucken wir mal einen Blick auf die Statistiken. Schüsse 13:4. 7:2 aufs Tor. Chancen 14:5. Also das spricht schon eine deutliche... deutlichen Dingenskirchen. Deutliche Sprache, erfolgreiche Pässe 294 zu 259, Ballbesitz 65%. Das war ganz solide. Und wir haben die Stammspieler schonen können. Das war jetzt, das war jetzt eigentlich recht wichtig, dass wir da ein bisschen auf Schongang gehen konnten. Wir sind wieder dran. Wir sind zumindest 3 Punkte hinter Platz 1 und 2. Und an dem anderen kleben wir zumindest jetzt mal dran. Das ist wichtig. Da müssen wir jetzt aber auch dann direkt im nächsten Part weiter. Nächsten Part sage ich schon. Im nächsten Spiel weitermachen. Hat sie die Leistung von Julian Draxler heute überrascht? Ehrlich gesagt, ja. Eine so starke Leistung hätte ich ihm nicht zugetraut. Eine 5 gehabt, ne? Eine 5 gehabt. Also, das von ironischer Weise könnte man das sagen. Nein, ich war von ihm über. War heute mit ihm alles andere als zufrieden. Ja, das passt. Sagen, ey. Warum kommt es, dass wir Tsuto Oshida auch nicht aufgestellt oder eingewechselt haben? Wollte ihn schonen. So einfach. Zum Schluss noch eine Regelfrage. Ich habe neulich mit ein paar Kollegen gespielt. Dabei habe ich den Ball hinten rausgehauen mit einem Fuß sauber per Vollspann meinen rechten Verteidiger im Kameramann da drauf, wo er am meisten wehtut. Da hat dieser verrückte Schiri einen indirekten Freistoß für die Gegner verhängt. Direkt vor unserem Tor. Das kann doch nicht sein. Der Freistoß hätte doch auch der Uli kriegen müssen. Also mein Kameramann. Was? Warum sagen wir, das war schon richtig? Hoffentlich. Uli gut. Siehst du, ich bin vom Fach. Oh, aber wirklich Marika mit seinen ersten 2 Toren? Ja, zufrieden. Bin ich durchaus zufrieden. Von Magusta wüssten wir auch schon mal mit Reservespieler rangehen. Ich glaube, da werden wir auch Pukki mal starten lassen. Fuchs ist auch erschöpft. Den HSV müssen wir dann aber auch schon mal wieder ein bisschen mehr zeigen. So, Fitnessparcours ausgebaut. So, Trainingszentrum wird ausgebaut. Speichern.
einmal zwischendurch ab. Man weiß ja nie. Nicht, dass irgendwie das Spiel abschmiert oder so. Sapal Papadopoulos. Wo ist denn der Pookie, wenn man ihn mal braucht? Raul lassen wir auch mal zu Hause. Wir nehmen Movarek für Hündelar mit. Also ihr seht, wir werden jetzt hier ein bisschen probieren, die Spieler zu schonen. Auch schon für das Hamburg-Spiel. Soll für Verfahren spielen. Oh, ich hoffe. Wir wollen das nicht. Hier drauf spielt ordentlich Fußball, komm. Zum Siegen, verdammt, ne? Okay, na gut, komm, bringen wir Verfahren. Ganz geheuer ist mir das dann doch noch nicht. Tja, das ist verzockt. Das ist jetzt aber echt nicht gut gelaufen. Auch mit da nicht über alles nicht. HSV brauchen wir jetzt aber die Punkte. Das ist jetzt enorm wichtig. Oh. Kurz vor der Halbzeit noch das 1-0. Jawohl! Oh, wichtig, Leute. Wir schieben uns immer weiter jetzt ein bisschen mehr nach oben. In die richtige Richtung. Dax war mit einer 1,0. Sehr gut. Martip mit 1,5. Fuchs 2,0. War eigentlich ganz ordentlich. Auch von den Einwechselspielen. Amerika mit 2,0. Statistiken. Schüsse aufs Tor 1 zu 4. Das war auch ordentlich. Kann man nicht meckern. Das Famagusta-Spiel, das. Raul erzählt im Auswärtsspiel für Hannover 4 Tore. Okay. Eine Menge Holz. Ja, das brauchen wir. Wir brauchen hier mal wieder ein bisschen Rückhalt. Also Rückhalt, halt, Rückhalt, nicht Rückgrat. Halt. Verfahren ist jetzt. Ja, Sandhausen, ja klar, wir verlassen Schalke und gehen nach Sandhausen. Der Aufstieg, auf den wir seit Wochen gewartet haben. So, und falls einer hier noch von euch sich noch mal mit dem FM12 gut auskennen sollte, kann man irgendwo hier sehen, mit wie oft man schon mit demjenigen Spieler gesprochen hat. Also, kann man das noch an, kann man noch angleichen? Körperlich stärker werden. Komm, alles Gute zum Geburtstag. Villa. Ah, kümmere dich um Raul. Wann muss körperlich ein bisschen noch zulegen? Raul auch gerne.
Aber alle sind erfreut, wie sie sich gleich anschließen. Sagen wir eine große Zukunft voraus. So, hä? Ja, sagen wir mal, stärker werden. Ein bisschen, wir müssen ein bisschen kreativ sein, ne? Einfach mal sagen, stärker werden, und weil wir das so selten machen, und da muss man gucken. Aber wir dabei, also gegen haben wir das Lautern-Spiel ja locker noch. Sind ja mal gerade bei 10 Minuten. Ich schaffe mir sogar das Gangspiel noch, also. Achso, jetzt ist. Sehr gut, es ist Länderspielpause, dann können sich die Spieler ein bisschen erholen. Heute bekommt man ja als Trainer Daten über Leistung der Spieler. Hilft Ihnen das bei Ihrer Arbeit, wenn Sie wissen, dass ein Spieler einen halben Kilometer mehr gelaufen ist als der andere? Ich halte nichts von diesen Daten, als Stürmer die Information ein Segen. Komm, sagen wir immer. Moral, alle geht natürlich runter. Derzeit bereits einige Clubs, die in Hand von Investoren sind. Wie stehen Sie zu diesem Thema? Meine persönliche Einstellung zu Investoren und Fußball ist, dass Vereine mit Investoren keine richtigen Vereine mehr sind. Investoren bringen natürlich ihre Vorteile. Viel Geld kann investiert werden. Andererseits besteht die Gefahr, dass nach einem Absprung eines Investors ein kaputter Verein hinterlassen wird. So sieht aus. Warenbesuch. Es war ein voller Erfolg. Alle Spieler gewinnen 5 Moralpunkte. Die Stimmung der Mannschaft verbessert sich um 2 Punkte. Auch das ist gut. Was mich ein bisschen ärgert, dass ausgerechnet der Fuchs immer auf Länderspielreise ist. Ich jetzt beispielsweise sagen könnte, okay, Leute, lass in der Halbzeit vielleicht spielen, maximal. Wäre das gut. Raoul räumt beim Abseitstrainer ab. Im Rahmen des Trainings für die Abseitshalle spielen sie mit ihren Spielern Dr. Westhoffs Arbeitstrainer. Abseitstrainer. Raoul räumt dabei den Highscore ab und was seine Moral um 10 Punkte verbessert. Und noch eine Frage, weil das habe ich jetzt letztens mit dem Steven, Grüße gehen raus, mal wieder an der Stelle, eine Frage gestellt, die ich mir jetzt persönlich nicht beantworten kann. War das schon immer so, dass keine reellen Trainer im FM12 dabei waren? Weil das hat mich jetzt im Nachhinein dann doch ein bisschen überrascht. Oder gab es da irgendwo noch eine Mod, dass man da irgendwas ziehen kann? Also, da ist ja wirklich gar keiner da, ne? Auf Manager Transfermarkt gucken. Ah ja. Fuchs und Fafan. Beiden brauchen eine Auszeit. Aber ich tue mich auch immer so schwer gegen so eine Gegner wie Kaiserslautern. Weil das sind wieder diese Spiele, da erwartet man, dass man die gewinnt. Und Fuchs können wir nicht spielen lassen. Der ist ja quasi hier schon über. Genauso. Moritz und Escudero werden wieder wohl fit. Sehr wichtig. Barek. Ado. Was haben die denn bitte gemacht? Ich dachte. Ne? Pfeifen die alle wieder auch hier aus dem letzten Loch? Bock eigentlich abzuändern. Der könnte auch Rechtsverteidiger spielen, ne? Für wieder. Für den mal eine Auszeit verschaffen. Oh, hoffentlich geht das gut. Jetzt unentschieden oder Niederlage. Ja, fatal. Kämpft um jeden Ball und rein da. Bitte, wenn es einen Fußballgott gibt. Außen. Warte mal so jetzt. Nein, doch nicht rot.
Jetzt habe ich vor Schreck weitergedrückt. Ja, auch, also ja. Das ist doch Mist. Was willst du denn da machen? Du bist quasi gezwungen zu rotieren und wenn du rotierst, dann verkackst du es auch noch. Ich will mal einen Blick kurz auf die anderen Ergebnisse werfen. Hannover 4-0, Gladbach, Leverkusen 0-1, Bayern gewinnt schon wieder 3-0. Verlieren zu Hause gegen Lautern, Alter, das kannst du einem nicht erzählen. Da gewinnen wir gegen Freiburg und Hamburg und dann übrigens 1-4 sich getrennt haben. Dann Stuttgart-Hoffenheim, Wolfsburg geschlägt, Nürnberg 3-0. Dem unterliegt 0-2 Dortmund. Also kriegen, also so richtig die Konstanz kriegen wir bis dato nicht so rein in die Mannschaft. Hatten wir denn eigentlich als Ziel? Wird er jetzt Champions League oder international? Weiß es nicht. Oder Meisterschaft mitspielen. Ich habe keine Ahnung. Das doch irgendwo hier nochmal sehen können. Der Kampagne gemacht eigentlich? Da haben wir. Also jedenfalls Stadion Finanzstatus. Die Gang bist du jetzt schon wieder, also gut aus. Wir müssen jetzt wirklich alle Spiele in der Euroleague. Ist das Euroleague schon? Ja, ne? Ja, klar. In der Europa League gewinnen. Was ist da schon Europa League? Bindige die Spielpraxis gegen stärkere Gegner. Ja. Wollen mal drüber reden. Komm, wir machen jetzt, weil ihr wirklich verdammt viel geklickt habt, die letzten Male hier auf den ganzen Parts und auch bei Like immer sehr stark mittlerweile dabei seid. Also, was heißt mittlerweile? Wart ihr von Anfang an richtig stark dabei? Ob das jetzt bei Schalke war, bei Wattenscheid oder beim Braunschweig-Projekt, seht ihr jetzt das Gangspiel noch gratis drauf. Mitten in der Saison? Jetzt haben wir die Ausstellung nicht gemacht. Nein! Alter! Was ist denn das bloß? Die Ausstellung haben wir schon gemacht, aber die kriegen es nicht gebissen. Ja. Wir uns wohl verabschieden aus der Euroleague. Verletzt. Ja, moin. In Unterzahl das Spiel noch gedreht, oder was? Boah, Holpi und Hüntela haben uns den Arsch gerettet. Das hat uns jetzt echt den Hintern gerettet. Wer das so aufstellt und nicht andersrum. Macht doch viel mehr Sinn.
Naja, müsst ihr mal gucken. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn euch der Part gefallen hat, könnt ihr wie immer gerne natürlich ein Like und einen Kommentar da lassen. Würde ich mich wahnsinnig drüber freuen. Und ja, ihr könnt den Kanal kostenlos abonnieren. Ja, einfach auf das Knöpfchen dann drücken. Ihr seht ja gleich hier eingeblendet, auf Logo drücken, dann auf Abonnieren. Und vergesst aber auch nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr zukünftig hier nichts mehr verpasst. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Part mit dem FC Schalke 04. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein. Ciao.